So, und theoretisch bräuchte ich sogar noch weitere Plebejer. Der Markt hat keine Nahrungsmittel, der hatte welche. Ihr seid alles Tempel, ich dachte, ihr werdet Märkte. Und da gibt's Gemüse. Jede Menge Gemüse. Ja, ich stelle jetzt einfach hier an die Seite noch weitere Domus. So rum. Auf dass wir noch mehr Leute kriegen, die für uns arbeiten. Das müsste eigentlich reichen. Und theoretisch, ach Domus, sage ich schon, Insulae. Und theoretisch bräuchte ich noch weitere Domus, das wollte ich sagen. Ja, Schmuck haben wir noch 9 Monate Zeit, das ist alles gut. Lass mich erstmal darum kümmern, dass wir hier weitere Domus bekommen. Nutzholz kann ich nicht ausliefern, habe ich zu wenig. Weil wir natürlich jede Menge Möbel herstellen, das bedeutet, ich muss unbedingt noch ein Holzfällerlager errichten. Seht ihr gut, dass wir für weitere Domus gesorgt haben. Und für weitere Insulae. So, theoretisch könnten wir die sich jetzt auch entwickeln lassen. Wie sieht's aus? Besteck haben wir eigentlich genug, oder? Wo ist ein Besteck? Ich habe jede Menge Eisen, aber gar kein Besteck. Besteck? Besteck haben wir einmal hier oben ein Lagerhaus. Und sonst? Nahrungsmittelbestände sind gering. Ach da. Rom hat die Standardlöhne geändert. Für der Arbeiter. Wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Ja, ist ja okay. So, dann darfst du jetzt auch Besteck verkaufen. Und dementsprechend natürlich die Domus glücklich machen. Mit dem Luxuswarenmarkt. Der Standardwarenmarkt, wo ist der da? Der hat im Moment nur Öl. Denari ausliefern. Töpferwaren werden einfach zu gut verkauft. Obwohl ich ihm schon sage, er soll nicht allzu viel verkaufen, muss ich wohl noch mehr Töpferwarenfabrika hinstellen. Und die Bäume hier mal wegreißen. So, Töpferwaren. Gewürze, noch 6 Monate Zeit. Das ist genug Zeit, alles ist gut. Tongräberlager. Okay, und die graben Ton. Sehr schön. Auf dass wir noch mehr, noch viel mehr Töpferwaren bekommen. Davon haben wir jetzt schon genug. Gewürze haben wir auch, jede Menge. Wenn noch ein paar eingelagert bleiben, dann sind wir bald bei 50. Müssen bloß auf das nächste Jahr warten. Ich weiß nicht, wie viele handeln die denn? Gewürze. 20 pro Jahr. Nö, dann kann ich die Aufgabe nicht erfüllen. Das tut mir leid, Cäsar. Das wird nichts. Braucht exotische Waren. Alle brauchen sie nur noch exotische Waren. Das heißt, ich werde jetzt einen Exotenwarenmarkt bauen. Da ist auch der Steuereintreiber gleich mal eine Straße ziehen, dass der dann auch die Steuern der Villen eintreibt. Entwickelt sich mit Luxuswaren. Oh, ihr habt euch bereits entwickelt. 5000 Bürger haben wir erreicht. Tatsache. Und dementsprechend haben wir zu wenig Arbeitsplätze für unsere Equities. Das ist aber nicht schlimm. Pause. Muss ihm erstmal sagen, was er jetzt verkaufen darf und was nicht. Pelze und sowas alles bitte nicht. Alles andere darf er. Und wir sagen ihm auch gleich, dass er hier weiter einkaufen darf. Aber das habe ich, glaube ich, schon freigegeben. Ne? Nee, du bist der Falsche. Du bist kein Handelsposten. Da. Ja, ist freigegeben. Sehr schön. Löppt.
So, dann kommen jetzt demnächst die ersten Exotikwaren und wir bauen auch gleich mal stehende Statue. Jägerstatue ist zu groß. Könnte hier mitstehen. Großer Baum. Mittlerer Baum. Der passt damit hin. Schmuck soll ver... Oh, verdammt. Pause. Habe ich denn nicht den Verkauf schon verboten? Ich glaube nicht. Das habe ich total vergessen. Nicht da, sondern hier. Gewürze nicht vorrätig, nur noch einen Monat Zeit. Wir haben nicht genügend... Es gibt eine noch ausstehende Forderung, die bald erfüllt werden muss. Eine ist gut. Ausliefern. So, damit ist der Schmuck raus. Nutzholz brauchen wir noch. Wie sieht das aus? Es gibt eine noch ausstehende Forderung, die bald erfüllt werden muss. Noch nicht genug, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir auch noch hin. Nutzholz, ja, ja, noch 9 Monate Zeit. Alles ist gut. Die Gewürze machen mir viel mehr Sorgen. Entwickelt sich mit Luxuswaren, die kommen. Gewürze sind raus. Ihr seid raus. Entwickeln sich mit Bildung. Stimmt, wir haben weder Schulen noch sonst irgendwas. Bauen wir mal sowohl eine Schule als auch eine Bibliothek. Und dafür nochmal eine extra Straße. So, die Entwicklung wird vollzogen, dementsprechend machen wir auch jetzt noch mehr Punkte. Ein Forum wird gebaut. Rom verlangt Eisen, bitteschön. Mit Justiz sind die weiter dabei, sich zu entwickeln. Bernstein wird gefordert. Ja, Bernstein muss eingekauft werden, aber ansonsten kriegen wir das hin. Gewürze können wieder importiert werden. Ach, werden noch importiert. Irgendwas hatte ich ausgemacht, ne? Ach so, den Schmuck. Brennt schon wieder einer. So, wir sind jetzt bei 38 Wohlstand. Wohlgemerkt. Sieht also gut aus. Attraktivität fehlt. Schade, das passt nicht, aber die Reiterstatue passt. Exotische Waren, alle wollen exotische Waren, außer dir. Du willst Attraktivität. Dann kommt hier vorne ein großer Baum hin. Und eine kleine Hecke pflanzen wir einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Sieht hübsch aus. So, weitere exotische Waren würden euch dazu bringen, dass ihr euch weiterentwickelt. Wir sind jetzt bei 40 Wohlstand, 81, 82 Sicherheit. Alle Felder in der Stadt tragen reichlich Früchte. Dank Ceres. Kultur ist bei 49. Dadurch, dass wir uns jetzt wirklich mit einem Forum, mit einer Bibliothek, mit einer Schule und sogar einer Arena brüsten können. Wir könnten sogar noch ein Kolosseum errichten, aber wozu? Nahrungsmittelbestände sind immer noch gering, das ist nicht schlimm. Standardwaren. Der Standardwarenmarkt hat ziemlich zu tun. Ich glaube, ich werde noch einen zweiten bauen. Der für alles zuständig ist. Denn Öl haben wir in Massen. Das Einzige, was fehlt, sind Töpferwaren. Die sind immer gut im Verkauf. Verkaufe ich jetzt auch nicht mehr. Was habt ihr davon? So lange nicht, bis das Lagerhaus wieder voll ist. Okay, das läuft alles. Exotische Waren. Was importieren wir denn jetzt noch? Wie viel sind wir denn jetzt in der Wohlstandswertung gestiegen? Auf 40. 55 müssen wir erreichen, das heißt zwei. Ganze zwei Teile müssen wir noch importieren. Rückgängig.
klaut mir nur wieder irgendwo irgendwelche Waren. Erst Pause drücken, dann Lagerhaus errichten. So, Befehle. Du wirst Pelze annehmen. Warte mal, erstmal nimmst du gar nichts an. Dann nimmst du Pelze an. Und ja, ich muss mal gucken, was ich noch importieren kann. Seidenstoffe, okay. Seidenstoffe einkaufen. Bitte nur 12. Und meinetwegen Silphium. So, dann nimmst du keine Pelze, sondern Seidenstoffe und Silphium. Das haben wir ja zum Glück hier unten ausgeschaltet, sodass der Markt sich jetzt nicht unbedingt einmischt in unsere Programme. Bernstein soll ausgeliefert werden, bitteschön. Nur wenige in Rom können ihre Großartigkeit leugnen. Wir haben noch eine ausstehende Bestellung, die bald erledigt werden muss. Durch das Ausliefern der Luxus- bzw. exotischen Waren haben wir eine sehr, sehr gute Stellung in Rom. Das ist top. So muss das sein. Was, wenn ich hier noch eine Villa hinstelle? Ich will nämlich noch eine haben. So, Bewohner unterwegs, das freut mich. Sie bekommen auch ihre eigenen kleinen Plätze und alles andere. Reiterstatue passt nicht. Nehmen wir eben eine Jägerstatue. Ach, das war schon eine stehende Büste. Oh Gott, nee, große Hecke. Pflanzen wir hier an, wenn es denn geht. Okay, entwickelt sich mit Religion. Ja, wie sieht's denn aus in der Religion? Durch die Frömmigkeit unserer Stadt werden die Götter bestimmt auf uns aufmerksam. Naja, so fromm sind wir dann doch nun nicht. 1, 2, 3, 4 und Bacchus 5. So, der hat jetzt Religion. Wir brauchen im Prinzip nur die exotischen Waren. Und wir werden in der Wohlstandswertung dadurch, dass wir jetzt 5 Villen haben, natürlich noch ein kleines Stück steigen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Das will ich jetzt nämlich mal ausprobieren, ob es eben auch an der Masse der Gebäude liegt, dass die Wohlstandswertung steigt oder sinkt. Wenn wir jetzt nämlich 5 Villen haben und die Wohlstandswertung hochgeht, könnte man ja genauso gut weniger Exotikwaren importieren, sondern vielmehr dafür sorgen, dass man noch weitere Villen baut. 20 Villen oder so. So, der entwickelt sich immer weiter. Der hat sich jetzt auch weitere exotische Waren gekauft, geholt, wie auch immer. Und wieder eine Entwicklung. Ansonsten würde man nämlich auch nur eine Villa bauen müssen und die mit allem versorgen. Aber wir haben ja jetzt schon 5 Villen. Das heißt, das müsste ja eigentlich richtig abgehen. Da, seht ihr, Wohlstandswertung geht hoch. Das heißt, weitere Villen würden auch dafür sorgen, dass wir noch weitaus mehr Punkte bekommen in der Wohlstandswertung. Das ist natürlich interessant zu wissen. Entwickelt sich mit exotischen Waren. Sehr gut. Dann wollen wir mal exotische Waren zulassen, wa? Wir speichern an dieser Stelle, denn die Nahrungsmittelbestände sind gering. Nein, deswegen nicht, sondern einfach bloß, weil ich nicht weiß, wie dann das Spiel darauf reagiert, wenn ich jetzt 2 exotische Waren zulasse, nämlich einmal Silphium und einmal die Seidenstoffe. So, beide rennen sie los um die Wette. Wer hat das erste im Lagerhaus, beziehungsweise auf dem Exotikwarenmarkt? Wie sieht's aus mit den Steuern? Handel, Steuereintreiber. Ja, sehr gut. Offensichtlich gibt es hier richtig viele Steuern, die wir abgreifen können.
Verbrecher verschwinden, Rom hat die Standardlöhne angeglichen. Durch die Frömmigkeit. Wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Ach, wir sparen jetzt wieder an Löhnen, das ist aber schön. Und alle Leute gehen jetzt gerade in die Arena. So, weitere exotische Waren stehen zur Verfügung. Wir bauen jetzt einfach so, weil wir es können. Und noch genügend Leute in Domus haben. Ja, ausliefern. Bauen wir eine Ausbildergilde, die nämlich Löwen ausbildet, die dann im Kolosseum kämpfen können. Jetzt haben wir hier auf dieser kleinen Karte, auf der ersten Missionskarte, schon ein Kolosseum. So, wenn die Unterhaltung jetzt nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Euch reicht die medizinische Versorgung nicht aus. Dabei habt ihr ein Krankenhaus. Ich denke mal, wenn ich jetzt noch einen Arzt baue, dann müsste das reichen. Eine Klinik. Plünderer stehen vor der Stadt, das ist mir egal. Wir haben jetzt nicht mehr viel Geld, ich muss gerade mal den Einkauf gleich stoppen. Wir sind aber bei 44 Wohlstand und es wird noch mehr. Nun, da wir auch ein Kolosseum haben, ist die Unterhaltung extrem hoch. Befehle. Kein Einkauf. Oh. Oh. Ich habe das Silphium gar nicht eingekauft. Hier werde ich aber auf jeden Fall erstmal den Einkauf stoppen. Denn ansonsten sieht es schlecht aus. Wie sieht's aus mit unseren Kohorten? Sind sie alle soweit ausgebildet? Ja, sind sie. Das freut mich. Alles sind 20 Stück. Das ist schön. Dann brauchen wir jetzt bloß noch eine höhere Wertung. So, es wird jetzt sehr interessant, weil wir kämpfen und gleichzeitig natürlich, es gewittert, auch noch den Rest fertig machen müssen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann schlagen Blitze auch bei den Häusern ein. Das heißt, ich baue doch sicherheitshalber mal ein paar Präfektenbüros. Wie sieht's aus? Wir haben noch genügend Plebejer. Die Plebejer haben auch genügend Arbeit. Die Bezahlung ist extrem niedrig, sagen sie. Wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade im Minus waren. Ja. Hinten schlägt der Blitz ein. Das ist in Ordnung. Möbel ausliefern. Rom würdigt sie als meisterlichen Politiker und Baumeister. Unsere Stadt braucht mehr. Ihr Ansehen in Rom ist bereits Stadtgespräch. Ja, wir haben doch tatsächlich die 100% geschafft im Ansehen. Wir müssen das ist uns toll. Mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Ja, das ist auch das Einzige, worum wir uns kümmern müssen. Der Rest ist alles soweit wunderbar. Und tatsächlich brauchen wir nur 50, nicht 55. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. So, die entwickeln sich alle gerade. Wenn wir schnell genug sind, läuft das. Noch bevor die Einheiten kommen, die Bösewichte. Aber daran glaube ich nicht wirklich. So, entwickelt sich mit exotischen Waren. Ja, ich brauche tatsächlich noch die weiteren exotischen Waren. Aber das machen wir noch im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen. Das waren zwei schöne lange Folgen. Bis gleich. Okay, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Cäsar 4. Die Kohorten stehen schon mehr oder weniger vor unserer Tür und warten nur darauf, uns zu überfallen. Ich bin froh, dass es regnet, denn wenn es regnet, kommen sie nicht rein und können alles abfackeln. Die Leute, die gerade gebrannt haben, sind jetzt wieder gelöscht. Alles ist gut. Hat Cäsar noch irgendwelche Forderungen? Ihr Ansehen in Rom ist bereits... Wir müssen uns mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Und wir brauchen wirklich nur noch den Wohlstand zu erhöhen. Das bedeutet, jetzt das Silphium irgendwie zu importieren. Was ich aber nicht mache. Abwarten. Pause, 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 Leute. Von wo greifen sie an? Ich sehe hier nichts Blaues, doch da oben. Da ist schon mal eine Kohorte. Aber hier irgendwo steht noch eine.
greifen nie alleine an. Da. Okay. Wo sind meine berittenen Leute? Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Gut, lass sie erstmal rauskommen. Dann schicken wir euch. Nicht vergessen, das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Nach oben. Und euch. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Und euch. Nicht vergessen, das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Hier vorne. Mit hin. Oh, und schon haben wir gewonnen. Oh Gott, mein Herz. Okay, dann schneide ich das hinten mit ran. Verstrichene Zeit, 2 Monate, 13 Jahre. Perfekt in der Beliebtheit. 585 Euro haben wir gerade mal behalten. Immer noch mehr als die Stadtkasse da aufweist. 471. Decorio Bisozimt, ein guter Anfang, Statthalter. Caesar ist hocherfreut darüber, wie sie Zivilisation in die Grenzregionen gebracht haben. 62 Kultur, 100 Sicherheit, 50 Wohlstand, 100 Ansehen und 5150 Bevölkerung. Wir sehen uns also das nächste Mal in der nächsten Mission wieder. Alexandria. Die Weizenlieferungen vom Nil nach Rom dürfen nicht versiegen, denn die Bürger des Imperiums sind immer hungrig. Das wäre im Prinzip unsere Mission. Und dann gibt's noch Virunum. Die Hügel von Noricum sind die Heimat einiger aufständischer Stämme, doch hinter den Grenzen drohen noch weitaus größere Gefahren. Wir gehen nach Alexandria im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis nachher.